Und Informationen aus den südlichen Landkreisen sagen uns leider schon jetzt, dass gewisse Teile des Zaunes doch relativ gefährdet sind, also gerne mal geklaut werden, also gestohlen werden auf Deutsch gesagt. Und ich habe deshalb den Vorschlag eingebracht bei unseren Bauberatungen, präventive Maßnahmen durchführen zu lassen. Habe mich an die Polizei im Fenster gewandt. Und ja, das ist jetzt das Ergebnis. Es werden sämtliche Tore gekennzeichnet, kodiert, registriert. Und wir hoffen, dass wir somit so eine Abschreckung schaffen, dass wir nicht ständig irgendwelche neue Tore einsetzen müssen, also dass nicht so viel gestohlen wird. Kontrollieren Sie das regelmäßig nach? Wo kommt der Zaun? Der Zaun wird, also eigentlich jetzt schon, wenn er dann richtig fertig ist, immer auf jeden Fall täglich kontrolliert. Das wird organisiert und dann werden die Erfahrungen zeigen, ob es dann so oft sein muss, wie man das dann, wie sich das einbegelt. Wer kontrolliert das? Geht den auf Stück rüber, bitte. Das wäre ein Auftragnehmer für uns machen. Wir machen es selber auch, aber nicht jetzt hauptsächlich. Was ist da interessant? Jetzt haben wir hier so mehr so Drahtgeschlecht oder die Tür, was wollen die haben? Eigentlich ist alles interessant. Also das ist ein sehr teurer Draht. Das ist das Beste, was es eigentlich so gibt. Und die Tore sind auch sehr attraktiv. Das sind Weidetore, die können viele Leute gebrauchen. Und die sind auch schnell auszubauen. Und deshalb halt diese Maßnahme. Mal sehen. Wir hoffen, es bringt was. Also es geht es gar nicht so darum, dass das zum Altschrott, zum Schrotthändler gebracht wird. Das wollen die schnell so privat ausbauen. Ich denke mal, die würden dann privat für Tierhaltung und ähnliches genutzt werden. Würden Sie da jetzt. Gibt es schon einen Fall? Haben Sie da schon irgendwie. Wir bei uns noch nicht, in Aukermark noch nicht. Ich glaube, es bleibt so. Ja. Wir haben Erfolg mit unserer Maßnahmen. Jetzt kommen wir mal auf den eigentlichen Schritt des Zaunes zurück. Da gibt es ein Problem. Würden Sie da mal kurz noch was zu sagen, warum der Zaun überhaupt entstanden ist? Das ist eine Maßnahme. Wir haben in Polen grassiert, wirklich die Schweinepest, die Wildschweinepest, die ASP, die afrikanische Schweinepest. Und wir wollen uns mit diesem Zaun schützen. Also wollen verhindern, dass Schweine zu uns rüberkommen. Ja, das ist der wichtigste Sinn dabei. Wenn wir wirklich hier da drüben, ein paar Kilometer weiter ist ja schon Polen, Schweinepest haben, dann würden die Schweine sie uns auch rüberbringen. Aber eben nur bis zu diesem Zaun. Das ist der Sinn und Zweck der Sache. So wie es an der ganzen Ostgrenze von Hamburg praktiziert wird.